Die Engländer haben es, die Niederländer führen es ein und die Deutschen? Es geht um ein generelles Verbot von Provisionen bei der Anlageberatung. Das ist auch bei uns heiß umstritten. Aber es könnte über die EU dann doch schneller Wirklichkeit werden, als Banken, Versicherungen und Finanzvertrieben es lieb ist. Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Was hätte ein solches Provisionsverbot bei uns an Auswirkungen für die Berater, aber eben auch für die Kunden? Darüber spreche ich heute mit Jürgen Brocksteck. Er ist von JB Consult, einem Beratungsunternehmen für die Finanzdienstleistungsbranche. Herr Brocksteck, gucken wir als erstes mal zurück. Bei uns dominiert immer noch die Provisionsberatung, anders als in anderen Ländern. Wie ist die eigentlich entstanden und wie wird die heute praktiziert? Also ich denke, meine Provisionsberatung ist ein Effekt aus den Wirtschaftswunderjahren der 60er Jahre bereits. In den 50er, 60er Jahren nach dem Krieg, als man in Deutschland wieder in der Lage war, Geld anzusparen, kamen vor allem dann auch Versicherungsgesellschaften mit Lebens- und Rentenversicherungen auf den Markt, haben ihre Verkäufer, ihre Berater auf den Markt geworfen, um eben dort die Spargelder einzusammeln. So wie Banken das im Übrigen dann auch mit dem Sparbuch oder mit festverzinslichen Anlagen gemacht haben. Aber die Welt war damals eben ein wenig kleiner, ein wenig übersichtlicher. Wir hatten weniger Aktien, weniger festverzinsliche Papiere. Aber da ist letztendlich der Ursprung zu sehen. Ja, dann kam natürlich so in den 70er, 80er Jahren noch die Investmentfonds auf. Da hat man das auch irgendwie kopiert. Und siehe da, jetzt denken wir alle, wir bekommen etwas ganz preiswert, aber in Wirklichkeit zahlen wir still und heimlich Provisionen. Das ist jetzt ja schon etwas sichtbarer. Das muss jetzt ja alles offengelegt werden. Und die Bundesregierung sagt immer, wir wollen die Honorarberatung stärken, aber man kommt mit dieser Stärkung eigentlich nicht so richtig voran. Wo hakt es denn da? Muss der Gesetzgeber noch zusätzlich tätig werden? Also wir müssen das mittlerweile im gesamteuropäischen Kontext betrachten. Die Entwicklung in Deutschland ist sicherlich anders gelaufen von der Produktseite her als auch von der Provisions- oder Honorierungsseite her als in vielen anderen europäischen Ländern. In anderen Ländern gibt es zum Beispiel das Produkt Lebensversicherung nicht in der Form, wie wir es in Deutschland kennen. Also die Fondspolice war in den französischsprachigen Ländern und im anglizistischen Bereich wesentlich eher bereits auf dem Markt als bei uns. Bei uns, wie Sie richtig sagten, ist der Investmentvertrieb gelaufen ab den 60er, 70er Jahren. Da haben wir die Gründungen der großen deutschen Kapitalanlagegesellschaften. Wir haben dann über den IOS-Skandal in Ende der 60er Jahre das Auslandinvestmentgesetz, was dann die Regulierung vorangetrieben hat. Ist es immer so, wenn ich jetzt als Kunde heute Honorarberatung haben möchte, dann kann ich die bekommen. Ich kann fragen bei dem Berater, machst du Honorarberatung? Ich kann zu bestimmten Banken gehen, die sagen, wir machen nur Honorarberatung. Aber die klagen alle darüber, also auch die sogenannten Honorarberater, dass sie sagen, also die Kunden, die haben komische Vorstellungen von dem, was sie uns an Honoraren geben müssen und was wir eigentlich nehmen müssten, um auf unsere Kosten zu kommen. Also irgendwie ist das jetzt ein bisschen festgefahren, mal jetzt abgesehen von den Möglichkeiten, dass da gesetzliche Regelungen kommen. Also offenbar ist der deutsche Anleger eben da nicht so richtig bereit für. Er ist es nicht gewohnt. Das ist absolut richtig. Wir haben das anders als in anderen Ländern. Aber auch in anderen Ländern hat es ja Provisionsvertriebe gegeben. Also der Versicherungsbereich ist in den Niederlanden ja auch ein Provisionsvertrieb gewesen. Und in England, in UK eben auch. Gut, da haben die dann in England, da ist ja jetzt ein Provisionsverbot eingeführt worden. Wie ist das jetzt sozusagen zu beurteilen? Was dürfen die dann noch und verändert das denn dort die Beratung? Also wir stehen in UK, ist es abgeschlossen, vor einem Systemwechsel. Es gibt nur noch den Honorarvertrieb, der ist umfassend eingeführt
Und seltsamerweise hat sich der Markt dort selbst geregelt. Ja. Es gibt weniger Vermittler. Ja. Es ist ein Vermittlersterben sicherlich bereits mehr oder weniger auch abgeschlossen. Es gibt etwa 30.000 Maklerfirmen, die in UK tätig sind. Die haben sich aber seit 1995 etwa auch auf diesen Wechsel vorbereiten können. In den Niederlanden sieht es anders aus. Ja, wie sieht es da aus? Was kommt denn da? Die wollen das ja jetzt auch einführen, sozusagen zweigeteilt. Was ist da im Augenblick auf der Agenda? Also zum 01.01.2013 ist das Provisionsverbot im Versicherungsbereich allumfassend eingeführt worden. Und im Nachgang hat Minister Dijsselbloem, der niederländische Finanzminister, eben auch Vorsitzender der Eurogruppe, gesagt, es ist mir, um das jetzt mal, ich versuche es mal zu übersetzen, es ist mir bewusst, dass man auf EU-Ebene ein umfassendes Provisionsverbot nicht umsetzen kann zurzeit. Ja. Das ist politisch nicht möglich. Ich will aber für mein Land den Interessenkonflikt komplett auflösen. Mhm. Und deswegen wird zum 01.01.2014 auch das Provisionsverbot für den gesamten sonstigen Finanzdienstleistungsbereich eingeführt. Interessenkonflikt müssen wir kurz erklären. Das heißt also, die Annahme, dass da jemand, der Provision bekommt, eben nicht richtig unabhängig berät, sondern vor allen Dingen etwas verkauft, was eben viele Provisionen bringt. Wie sieht das jetzt aus? Also Sie haben gesagt, es wird wahrscheinlich in der EU insgesamt schwierig sein. Heißt das jetzt, dass die Deutschen nicht davon erwarten können, also die Regierung macht ja sowieso in der Richtung nicht allzu viel, dass wir ein Provisionsverbot bekommen, sagen unsere Banken und Finanzvertriebe, keine Gefahr, kommt bei uns sowieso nicht, oder bereiten die sich doch eher darauf vor? Also ich glaube, der Markt überholt gerade den Gesetzgeber. In den Niederlanden ist festzustellen, zum 01.01.2014, wie gesagt, wird das Provisionsverbot kommen. Aber es herrscht ein ungeheurer Konsens, dass man dagegen auch nichts unternehmen will. Das heißt, alle Banken bereiten sich bereits darauf vor, ihre Honorarstrukturen werden umfassend umgebaut. Die Großkunden, für die es lohnenswert ist, die werden eben angesprochen, dass sie eben ab Januar ein Honorar zu zahlen haben in Höhe eines Prozentsatzes ihres Vermögens. Die Kleinkunden werden nicht mehr beraten. Hier kommen die Direktanlagebanken und so weiter ins Gespräch. Ja gut, die machen natürlich dann jetzt den Vertrieb ohne solche Beratung, aber die zum Teil haben gerade auch Direktanlagebanken dann an Provisionen, wenn sie so Fonds hatten, auch natürlich ein bisschen verdient. Es gibt ja diese Bestandsprovisionen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass es dann, wenn sich alle schon darauf vorbereiten, tatsächlich so kommen wird, dass wir zu einem Zeitpunkt X Provisionsverbot bekommen? Also große internationale Investmentgesellschaften, Asset Manager aus dem amerikanischen Bereich stellen bereits heute fest, dass von Kundenseite immer stärker Netto Share Classes verlangt werden. Das heißt, hier sind alle Kosten bereits rausgerechnet worden. Und von daher meine Aussage, der Markt überholt den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber möchte regulieren. Aber der Kunde und die Investmentfirmen nehmen vieles bereits vorweg. Gut, dann wird der Gesetzgeber jetzt irgendwann mal nachziehen. Und dann stellt sich die Frage, was ändert sich dann bei uns in der Anlageberatung, wenn es nur noch Beratung gegen Honorar geben wird? Also eine wichtige Frage wird natürlich sein, werden wir so ein Sterben vom Berater haben, wie wir es in England hatten beispielsweise, und wird die Beratung, die ja heutzutage manchmal nur noch so eine Art juristische Beratung ist, damit man bloß keine Ärger bekommt, wird die Beratung dann besser? Es wird dazu kommen, dass wir zu einer erheblichen stärkeren Professionalisierung letztendlich kommen. Das heißt, ich erwarte, dass wir in den nächsten Jahren ganz andere Ausbildungsberufe in den einzelnen Bereichen haben. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Versicherungsbereich auch, was jetzt die Sachversicherungen, den gesamten Bereich anbelangt, dass sie sich wieder ein bisschen entfernen werden und dort eben sich
spezialisieren werden, genau wie das im Industrieversicherungsbereich der Fall ist. Und dass im Investmentbereich und im Bankenbereich durchaus weniger Berater benötigen. Denn wenn ein Honorar dann bezahlt werden muss, dann lohnt sich das ja erst ab einer gewissen Größenordnung. Ja. Ansonsten ist es betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Also spannend ist ja vor allen Dingen der Bereich der Versicherung. Also da braucht man ja die Provision und Abschlussprovision, was es denn immer alles gibt. Und das summiert sich ja im Laufe dieser sehr langen Laufzeiten dann schon ganz schön. Also wenn man da sagt, jetzt hier kommt am Anfang ein Beratungshonorar und dann kaufe ich die Versicherung und das ist es dann auch, dann gibt es eine kleine Verwaltungsgebühr und sonst nichts. Das muss doch dramatische Folgen haben und vielleicht eben halt die ohnehin angespannte Situation, weil man auch nicht mehr so gute Kapitalanlagen tätigen kann, dass die Versicherungen richtig in Schwierigkeiten geraten. Also die Versicherungen werden weniger Außendienstmitarbeiter benötigen. Ja. Das sehe ich schon. Diese Außendienstmitarbeiter oder diese Maklerstrukturen, egal ob es jetzt gebundene oder ungebundene Vermittler sind, die werden in der Qualität aber wesentlich besser sein. Das heißt, der Kunde bekommt einen anderen Gegenwert. Er bekommt eine jährliche Betreuung. Für diese Betreuung zahlt er ein Honorar. Und er wird dann eben auch die entsprechende Hilfestellung bekommen, die er benötigt. Also das, was wir aus vielen Zeitungsberichten und Berichterstattungen ja sehen, der Kunde ist unzufrieden, weil da wird die Lebensversicherung abgeschlossen und dann sieht er 20 Jahre den Berater nicht mehr. Und zahlt Provision. Ganz genau. Ich glaube, das ist beendet. Das ist zumindest eine gute Botschaft. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Also, wenn das Provisionsverbot kommt, im Augenblick ist es noch nicht so ganz klar, wann und wie, dann, so haben wir gehört, wird die Beratung besser und effizienter werden. Und das ist natürlich dann letztlich auch für den Kunden ein Vorteil. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter darf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.